Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video heute. Mein Name ist Thomas Klein und heute stellen wir uns mal die Frage, was ist ein Value Investor? Also Value Investor kommt aus dem Englischen. Für die von euch, die nicht so sehr affin sind mit englischer Sprache, Value Investor, Value bedeutet Wert und Investor eben Investor. Und was damit gemeint ist, ist letztendlich, dass man ja sich gute Investments aussucht und die zum richtigen Zeitpunkt eben einkauft, um sie dann gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt mit einem entsprechenden Wertezuwachs wieder verkauft. Und um einfach dem Begriff oder die Strategie oder das Mindset, was hinter dem Value Investor oder Value Investor auf Englisch, um das etwas zu verdeutlichen, möchte ich hier mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war letztes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, letztes Wochenende auf der Food and Life Messe. Die Food and Life Messe ist die größte, glaube ich, in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum, zusammen mit einer Handwerk- und Handwerkmesse, wo es auch Kücheneinrichtungen gibt und so weiter, also eine ganze Menge Zeug in München. Ja, die Food and Life Messe ist dazu sozusagen im hinteren, in der Halle C war die und ich war da kurz dort und ich liebe diese ganzen Schmankerl, die dort vorgestellt werden. Also aus allen Ecken Europas und darüber hinaus kommen die da hin und haben die ihre Stände und da kannst du auch ein bisschen manchmal was probieren. Also von irgendwelchen Leckereien, italienischen Leckereien, ein bisschen zu französischen Weinen und unterschiedlichsten Käsesorten. Alles, was Rang und Namen hat in der Gastronomie und in der Gourmand-Szene, auch ein paar hochwertigere Sachen waren dabei, ist dort vertreten. Food and Life Messe, absolut. Wenn du dort ab 15 Uhr nachmittags vorbeischneist, wenn du zufällig gerade in München bist beim nächsten Mal wieder, na, dann kostet es auch nur noch 9 Euro Eintritt, soweit ich weiß. Ja. Ansonsten, wenn du halt in der Früh hingehst, kostet es ein bisschen mehr. Also nur so mal viel zu viel dazu. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin aber dorthin gegangen mit der Absicht, also ich habe mir sozusagen einen Vorsatz gemacht, dass ich nicht groß shoppen gehe. Aber wenn ich mal anfange im Gourmand-Bereich, ne, dann bin ich nicht mehr zu halten. Ja, dann noch diesen Käse und noch diese Flasche Wein und so weiter. Ja, okay. Und letztendlich spaziere ich da so rum. Und musste dann letztendlich, weil ich ein bisschen eine Magenverstimmung so ein bisschen hatte, habe ich gedacht, jetzt suche ich mir mal so einen Stand aus, der so ein bisschen was Schnapsiges hat. Ne? Vielleicht kann ich da ein bisschen ein paar Stamperl so als Kostprobe abziehen. Ja? Und die meisten Stände sind natürlich hochprofessionalisiert. Ja? Also die wissen ganz genau, ob du da jetzt nur da hingehst, weil du jetzt halt irgendwas rumprobieren willst oder ob du halt wirklich eine Kaufabsicht hast. Ja? Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass halt die meisten Stände halt auch hoch motiviert sind, dir was zu verkaufen. Und dann ist es meistens auch nicht so angenehm, da jetzt hinzugehen, nur was zu probieren. Dann musst du wieder gehen, ohne was zu kaufen, wenn das nicht dein Ziel war. Und manchmal sind dann die Gespräche schon ein bisschen nicht so sehr angenehm. Aber ich sehe diesen einen kleinen Stand ganz hinten am Ende, ja, einen Gin-Stand und da lächelt mich einfach nur so eine junge Dame an und lächelt und strahlt und vor ihr so ein Tablett mit lauter Stamperl. Ich habe gedacht, that's it. Sieht irgendwie qualitativ hochwertig aus, ja, und ich kann euch gleich mal, ohne Schleichwerbung zu machen, ist mir auch wurscht, ja, also ich bekomme nichts dafür. Also das hier, ja, das ist sozusagen, das ist überall diese schwarzen Flaschen, hat super ausgeschaut, ja. Und dann habe ich gedacht, hey, darf ich doch mal probieren? Ja klar, gerne. Und probiert, sie können auch gerne noch einen probieren, ne? Das sind so klein, ganz kleine Mengen. Ich muss sagen, dieser Gin hat fantastisch geschmeckt, ja, pur. Und dann hat es mir noch, jetzt können sie es auch noch mal gerne probieren in Kombination mit Tonic Water. Dann hat es mir noch mal im Stamperl zusammen gemacht und war echt so freundlich, die Frau. Und ich hatte einfach zu keinem Zeitpunkt, in keiner Sekunde das Gefühl,
dass sie mir irgendwas verkaufen will, ja. Und das hat mich fast davon überzeugt, es zu kaufen. Und dann hat sie mir eben noch ein Angebot gemacht, denn einer der Gründe, warum man da hingeht, ist eben, dass man einige Dinge theoretisch billiger bekommt. Aber da komme ich gleich noch dazu und auch, was das Ganze mit Value Investing zu tun hat, ja. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel. Und ja, und dann eben habe ich gesagt, was kostet der Spaß, ne? Also sie hat mich schon sehr heiß gemacht, ja, in jeder Hinsicht. Und dann hat sie gesagt, naja, gut, also normalerweise kostet halt so eine Flasche, ja, 40 Euro im Laden, was auch stimmt, einigermaßen, mehr oder weniger ein paar Euro hin oder her, je nachdem, wo du es eben kaufst. Und bei uns kriegst du das Ganze für 33 Euro plus ein Glas, also ein hochwertiges Glas, plus ein Eiszerstampfer, ja. Also so ein paar Goodies mit dabei, ja, so ein paar Upsell, Cross-Sell, könnte man so nennen, ja. Und das Ganze 33 Euro. Naja, das ist ja immerhin fast ein Drittel weniger oder zumindest mal einige Prozente. Ja, also man spart sich dann schon was, wenn man auch vielleicht größere Mengen einkauft. Ja, das ist eigentlich der eigentliche Sinn und Zweck von diesen Messen, ja. Dass da teilweise auch Reseller sind und einfach größere Mengen billiger kaufen. Also mit anderen Worten, du bist jetzt Endkonsument eben direkt am Hersteller und nicht in einem Supermarkt oder Reseller oder sowas. Ja, und versprichst dir dann letztendlich da günstigere Deals, ja, Preise. Und jetzt kommen wir schon langsam in die Richtung zum Thema Value Investing und wie du das Ganze auch verstehen kannst, was letztendlich die Börse und Aktien und so weiter betrifft. Also nochmal, hier um es zu verdeutlichen, es geht jetzt nicht um Werbung oder sowas, um Gottes Willen, ja, darf ich auch gar nicht machen und alles und was weiß ich alles für Regeln und Scheiß, aber das ist halt, ich habe ihn probiert und da um diese Flasche geht es halt, ja, also um diese, also sehr, sehr hochwertiger Gin und ich muss gleich dazu sagen, ich habe von Gin eigentlich gar nicht so viel Ahnung, aber hat mich wirklich überzeugt. Ich war so knapp dran, das Ding einzukaufen und ich bin dann nochmal rumgelaufen und bin absichtlich in den Bezirk gegangen, wo die ganzen Küchen waren, irgendwas Langweiliges angeschaut, ja, oder ja, waren auch ganz nette Küchen und Whirlpools und so, um mich selbst davon zu überzeugen, ich hatte mir einen Vorsatz gemacht, nichts einzukaufen, aber ja, so viel, so weit, so gut. Ich habe letztendlich nicht gekauft, ja. Warum habe ich jetzt hier diese Flasche in den Händen, ja? Ich habe den Deal nicht angenommen, obwohl die super süß und nett war, die Verkäufer und alles top, ja, Preis war gut. Weil ich es mir einfach vorgenommen hatte, ne? Und bin dann da raus, bin meinem Vorsatz treu geblieben und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, was das Thema beim Thema Investieren und in Aktien investieren und so weiter, dass wenn du mal die aus ganz bestimmten Gründen eine Strategie oder Vorsätze eben gemacht hast, ne, dass du dann auch denen treu bleibst und nicht ständig deine Meinung änderst, ja. Und long story short, vorgestern war ich bei mir um die Ecke im Rewe und ich habe schon die ganze Zeit im Hintergedanken, ja, es hat sich bei mir so im Unterbewusstsein verankert, dieser Gin, ja, dass ich mir den doch irgendwann mal holen werde, weil der war wirklich so super gut, hat mich einfach überzeugt, ja. Und die hat dann schon einen guten Job gemacht, denn letztendlich habe ich bei mir im Rewe, ja, wir erinnern uns am Preis, gesehen, was der kostet. Und ich habe nämlich gleich zwei Flaschen gekauft, ja. 37 Euro hätte der nochmal so gekostet und ihr seht es hier oben, 19,90 Euro. Also quasi die Hälfte vom Preis, das ganze Regal hätte ich beinahe leer gekauft. Und warum? Weil der Inhalt, das ist die gleiche Flasche wie auf der Messe. Das ist das gleiche Zeug, 1:1, ja. Zum Hälftepreis, 19,90 €. Ihr seht es hier oben, ja. Ich hoffe, es ist nicht spiegelverkehrt, ja. Also habe ich quasi zwei Flaschen von der gleichen Qualität, gleiche Größe, alles zum Preis von einer mehr oder weniger bekommen. Und das, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, ist Value Investing. Okay? Das ist Value Investing. Wenn du letztendlich ein Schnäppchen machst, ja, und ich könnte jetzt theoretisch, ja, das Ding sozusagen
Ein Kumpel von mir hat mich gefragt, ob ich ihm nicht so eine Flasche vielleicht mitnehmen könnte. Den hatte ich dann getextet. Und dann, dem könnte ich jetzt sagen, hey, du, ich habe eine richtig günstige Flasche für 33 Euro. Hast du nicht Bock, mir die abzukaufen? Ja? Also theoretisch mache ich aber nicht. Ja? Ich trinke es lieber selber. Aber das ist letztendlich nichts anderes wie, was steckt da dahinter? Arbitragegeschäft. Ja? Es ist immer das Gleiche letztendlich. Ich kaufe eine wertvolle Geschichte, ja, zum viel günstigeren Zeitpunkt ein, als wie noch vor ein paar Tage davor. Es hat sich an der Qualität des Produkts oder in dem Fall der Aktie nichts geändert. Ja? Und könnte theoretisch, wenn ich einen Käufer finde, noch am selben Tag das Ding, also die Flasche, für einen viel höheren Preis wieder verkaufen, weil es nämlich Leute im Markt gibt, eine ganze Menge, die das Zeug für, ja, 50% oder eben wesentlich mehr kaufen, ja, weil das Zeug eben entsprechend gut ist und das ist der eigentliche Marktpreis. Der eigentliche Marktpreis ist zwischen an der Messe 33 Euro, im Supermarkt 37 Euro und ich habe das Ding für 20 bekommen. Also gleich doppelte Menge, oder? Und das ist Value Investing. Ja? Wenn du eine Aktie hast, die du durchgetestet hast auf Herz und Nieren und du bist von der überzeugt und die halbiert sich plötzlich im Preis, was machst du? Kaufst doppelt so viel ein, als du eigentlich vorhattest, oder? And that's value investing, ja? Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden über die ganze Geschichte. Ich habe ein bisschen weit ausgeholt, aber so bleibt es vielleicht besser im Kopf. Mir geht es zumindest immer so. Und ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, was betrifft, was Value Investing ist. Ja, dass du es vielleicht ein bisschen besser verstehst, wenn du noch kompletter Anfänger oder Neuling bist, ja, in der ganzen Investmentwelt und Börsenwelt. Und würde es mir freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn das Video weitergeholfen hat eben und abonnierst, wenn du noch meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dass du einfach mit dran bleibst. Ich werde jetzt demnächst wieder Tech-Check-Aktien machen, also Tech-Aktien-Checks machen. Ja, so, das ist so eine meiner Hauptbranchen, Technologie, IT, Cloud Computing und so weiter. Da gibt es so viele coole Aktien, einige die sind heiß gelaufen, einige die sind weniger heiß gelaufen. Und so weiter und so fort. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Okay, bis dann. Ciao, dein Thomas Klein.